Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Ihr Lieben, beim letzten Mal haben wir es geschafft. Wir haben quasi so viel Ruhm zusammen, dass wir Bokroy zur Stufe Akolyten erheben können. Dafür ist halt die neue Zeremonie notwendig. Dementsprechend brauchen wir auch einen neuen Thronsaal. Deswegen haben wir hier schon mal angefangen, Platz zu schaffen, sagen wir mal so, dass es hier aufgeräumt wird und passt. Ja, damit werden wir uns diese Runde wahrscheinlich beschäftigen. Natürlich, nebenbei läuft das hier mit dem Lager weiter. Die letzten Felder werden abgeerntet. Wir haben Gefangene da, wo ich auch mal die Betten anders zuordnen möchte, um ehrlich zu sein. Kann man das zuordnen? Irgendwie nicht. Da müsste man die hier wahrscheinlich abreißen. Das machen wir mal. Die sollen mal... Ist er bewusstlos? Körper. Dehydriert trivial. Scheint nicht der Fall zu sein. Genau. So. Lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Und machen wir hier erstmal so ein bisschen Platz. Die Arbeitsplätze müssen hier verlegt werden. Das geht hier ja so nicht weiter. Forschungstisch muss hier irgendwie auch raus, glaube ich. Weapon Rack reiße ich erstmal ab. Diesen Arbeitsplatz, was kann man denn hier so bauen? Das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Kann hier auch weg. Neu montieren. Das kommt mal hier hin, würde ich mal sagen. Oder das macht man echt so hier wie auf der anderen Seite auch, ne? Ja, ich mache das hier erstmal so. Mal gucken, wie das ist. Der kann auch hier hin. So langsam, aber sicher. Die werde ich erstmal abreißen. Hier überlegen wir uns was anderes später. Gab es da auch irgendwie Rohre dazu? Nein, ne? Also der Bereich wird auch abgerissen. Das kann alles weg hier. Alles weg, weg, weg. So, das werden wir noch sehr oft erleben. Sehr oft. Weil, wie gesagt, einen gewissen Plan habe ich nicht. Die Siedlung wächst so von sich selber raus. So werden wir das hier handhaben. Irgendwas jagt hier schon wieder, habe ich den Eindruck. Naja. So. Ein bisschen schneller weiter. Sehr schön, diese Lager. Also wir haben hier keine Lagergeschichten mehr. Das wird weggetragen. Den Forschungstisch. Den... Also ich werde echt anfangen, Quartiere nach außen zu verlagern. Könnte mir auch echt gut vorstellen, dass man hier so anfängt vielleicht. Vielleicht so ein Zweier oder wie machen wir das? Nee. Ja, so ähnlich, ne? Würde ich das mal handhaben. Wenn du das hier schon mal raus... Es wird hier so eine Art Thronsaal. Aber wir gucken mal, ob das so allgemein erstmal reicht. Sehr schön, wird abgerissen. Schon mal sehr gut.
Kann man den Forschungstisch erstmal hier hinbringen? Ja, ne? Eigentlich ja. Ja, machen wir auch mal. Dann haben wir hier schon mal erstmal keine Arbeitstische. Was ist das für ein Geräusch eben hier gewesen? Alter, Kaiko macht hier aber richtig Stunk, ne? Sehr schön. So, die Predator werden gejagt. Das können wir uns jetzt echt leisten mit den neuen Waffen. Nochmal thanks for the tip. So, was brauchen wir denn für den Thronsaal? Akolyten, Meditationsraumgröße 24, Bodenbelag 2, Feuerschalen. Keine Betten erlaubt. Ja, bauen wir mal einen Meditationsthron. Wo war das? Ist das bei Diversis? Meditationsthron. Da. Wir haben kein Gold. Wir könnten den aus Silber machen. Nee, also wir brauchen schon standardmäßig Gold. Deswegen werden wir den jetzt erstmal aus... Kann man den aus Marmor machen? Also wenn der aus Holz ist, dann Attraktivität 4, Fähigkeit 4. Attraktivität 4. Aus Marmor? Attraktivität 6. Aus Granit? Ja, dann machen wir den mal aus Marmor, unseren Meditationsthron. Da kommt er mal hier hin. Irgendwann kommt natürlich der prunkvolle Thron. Ist klar. Ist echt provisorisch hier erstmal. Das wird nach und nach jetzt ein bisschen besser aus umgebaut. So, hier wird auch schon, glaube ich, weitergemacht. Es wird abgeerntet, sehr schön. Gekocht wird auch noch weiterhin. Wir lassen mal noch mal ein bisschen schneller laufen. Der Herbst ist auch schon fast vorbei. Winter is coming. Unser zweiter Winter. So. Also Seneca, nee, Kaiko macht hier ordentlich Lärm. Was hat er denn hier gejagt? Hä? Hat er ein Känguru gejagt? Nein. Was hat er denn da gejagt? Warum hat er ein Känguru gejagt? Nein. Das hatten wir doch gar nicht ausgewählt. Warte mal, lassen die mal das mal hinbringen. Bin echt mal gespannt, was das für ein Tier ist. Warum haben wir ein Känguru gejagt? Hatte ich das letztes Mal ausgewählt? Echt schade, hätte ich eigentlich nicht gemacht, um ehrlich zu sein. Naja. So, okay, der braucht anscheinend echt viel Arbeit, so ein Meditationsthron. So, letzte Ernte läuft. So.
Wir könnten auch echt mal so, das sind fünf. Fünf. Gibt es hier drin noch Marmor irgendwie rumliegen? Fünf. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. So, soll dann hier mal gelagert werden. Dann können auch Marmorarbeiten weitergemacht werden. Keiko ist da ja jetzt nicht so professionell, glaube ich. Das lernt sie, glaube ich, noch. Fernkampf. Nö, eigentlich nicht so, ne? Ein Waschbär wurde zahm. Ja, der wird sofort geschlachtet. Waschbär, bitte. War das Gebiet 1? Was hatten wir hier so abgesteckt? Warte mal, hier. Genau, Gebiet 1. Die hier hin. Und dann auch bitte gleich beenden. So, Dax ist auch da. Embrin, Sinike lassen es sich gut gehen. Wir haben die Nachtruhe. Oh, minus 7 Grad. In den Räumen geht das. Das ist gut. Hier ist, glaube ich, ein bisschen zu kalt. Also hier würde ich mal nochmal ein Feuer reinstellen wollen. Zum Heizen. Temperatur. Machen wir mal dann hier hin. Hier geht das auch, ne? Hier könnte man auch heizen, weil hier wird gearbeitet. Alles andere geht. Alles andere geht wirklich. So, Schlafzimmer sind okay. Wassertechnisch kein Problem, ist voll. So, lassen wir mal laufen. Ich nehme mal ein Schlückchen Kaffee. Also, auf jeden Fall kommt erstmal hier. Ja, auf jeden Fall wird erstmal so weit gearbeitet, dass wir hier die Zeremonie durchführen können. Und dann werden wir die Quartiere mal rausverlagern. Hier kommt dann so ein Schlafquartier für Bokroy. Vielleicht noch ein Forschungsraum. Schon mal so erste Erweiterung von Küche etc. Das werden wir auch hier so ein bisschen rausverlagern. Und ja. Das ist so ein Ausblick mal in die Zukunft. Embin forscht weiter. So. Konstruktion fehlgeschlagen, was? So, Wärme. Und ja. So ein Thron dauert ja echt lange, ne? So. Banero macht weiter. Und ist fast fertig. Steine werden reingebracht, damit wir ein bisschen mehr Marmor herstellen können. So, es geht weiter. Ja, er ist fertig. Feuerschale 2. Also wir können jetzt nochmal zwei Feuerschalen nehmen. Wo waren die? Jetzt habe ich das wieder. Die kann man aus Stahl herstellen, aber da will ich auch noch mal gucken. Also mit Stahl haben die eine Attraktivität. Entflammbarkeit 0. Flammbarkeit 0. Marmor.
Ja, auch null, ne? Aufbau und. Dann machen wir die auch aus Marmor, würde ich mal sagen, ne? Zwei Feuerschalen. Brauchst du erstmal so neben den Thron? Das ist echt so prophylaktisch hier so. Dann hätten wir das auch und dann werden wir die Zeremonie durchziehen. Brody ist vollständig geheilt. Widerstand haben wir 22. Hier nur noch 7,9 bei Anfisa. Sehr schön. So, es wird auch wieder Nacht. Heugras ist erfroren. Ja. Ja, wie gesagt, also, oh, hier ist schon wieder zu heiß, ne? Das ist echt so ein... Naja, solange es jetzt nicht über 30 ist, geht das. So. Hier vorne vielleicht so eine Art Innenhof oder so, könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Irgendwie. Werden wir dann sehen. So, die Feuerschalen sind fertig. Die müssen nur noch brennen. Dann lassen wir das auch nochmal laufen. Bis das hier veranlasst wird. Wurde veranlasst. So. Ja, super. Wir können annehmen. Jawohl. Wo sind die? Hä? Wo sind... Ah. Oh, Zitelzeremonie läuft, ihr Lieben. Die können wir ja mal ein bisschen was von den Waffen abgeben. Theodora. Stilverleihung auf Reif Pybo. Eieieiei. Boni Merobe. Kommen unsere Lehnsherren und wollen uns mit einem neuen Titel beehren. Wähle Burgkreuz und klicke mit der rechten Maustaste. Okay, das machen wir mal. So, Burgkreuz, komm her. Jawohl. Perfekt. Ja, nice. Burgkreuz ist Akolyten. Boko erhielt von der Fraktion Reich der Pybo den Titel einer Akolyten. Akolyten, Entschuldigung. Boko hat eine neue Psyling-Stufe erhalten. Sie kann nun psychische Kräfte entsprechend dieser Stufe wirken, doch zunächst müssen sie erlernt werden, sofern noch nicht geschehen. Boko hat durch Erreichen einer neuen Psyling-Stufe automatisch folgende psychische Kräfte erlernt. Wort der Freunde. Wenn sie stirbt, wird dieser Titel von Doba Abanero geerbt. Um einen neuen Erben zu bestimmen, kontaktiere die Fraktion Reich der Pybo über eine Funkanlage. Ermächtigungspunkt erhalten 1. Dieser Titel erfordert das Tragen folgender Kleidung. Okay, jetzt geht's los. Formelles Hemd, Umhang, Shirt and Tie, Suit Jacket, West, Great Dress, Powered, Assault Armor, Engineer Power und so weiter und so fort. Damenhut, Barett. Ja. Also ihr seht, so... Beliebiges Psywirker-Kleidung. Dieser Titel erfordert einen Thronsaal mit folgenden... Haben schon... Okay, wir brauchen auch ein Schlafgemach. Keine Arbeitsstätten erlaubt. 16 Felder. Jo. Unwürdiges Schlafgemach. Doppelbett muss sein bei Burgkreu. Dann wird das schon mal aufgebaut.
Natürlich aus Holz erstmal. Das, ja, das reißen wir mal ab. Abenero und Bokroy. Kommt da ein richtiges Bett rein. So, neue Herausforderung. Was ich noch in Erfahrung bringen muss, ist, ich glaube, durch Meditation. Wartet mal, Leute, ich gucke mir das mal kurz an. Also, Kennzeichen, ein Ort zum Meditieren. Psy-Wege können hier meditieren, um Psy-Fokus zu gewinnen. Befindet sich ein Fokus, zum Beispiel eine Skulptur in der Nähe, kann sich der Psy-Weg auf diesen Objekt konzentrieren, um seinen Psy-Fokus-Gewinn zu steigern. Allerdings kann jeder Psy-Werker unterschiedliche Fokusobjekte verwenden. Sehe ich das irgendwoher? Neuralhitze. Psy-Fokus. Mentaler Neustrukturierung, die zum Wirken von psychischen Kräften notwendig ist. Psy-Fokus baut sich im Laufe der Zeit automatisch ab und muss durch regelmäßige Meditation erneuert werden. Der Verlust des gesamten Psy-Fokus bewirkt, dass keine Kräfte mehr gewirkt werden können, hat aber sonst keine weiteren Folgen. Okay. Ja, stellen wir mal hoch. Okay, bezahlter giftiger Niederschlag. Ne, sowas mache ich nicht. So. Ich foltere meine Leute jetzt nicht irgendwie für Geld. Das muss nicht sein. Bett kann schon mal her. Ja, wir müssen ja irgendwie jetzt Kleidung herstellen, ne? So, für die Dame. Aufgaben. Also Bokroy ist weiblich. Sie arbeitet auch noch mit. Bedürfnisse. Ja, die Schwester starb halt bei der Belagerung hier beim letzten Mal. Ich habe jetzt Titel benötigt Schlafgemach, ja. Also, Abenero und Bokroy. So. Neue Ermächtigung aushebe. Oh, das sind echt so neue Sachen, die ich gar nicht kenne. So, Moment mal. Sturmsoldaten rufen. Akzeptieren. Ja, das nehme ich erstmal. Sturmsoldaten rufen. Ach so, ja, dann habe ich das quasi. Ah, okay. Okay. Ja, sehr cool. Das werden wir bei größeren Herausforderungen dann mal testen. Jetzt lassen wir mal so ein bisschen reinigen. Und ich wähle mal erstmal nichts aus, bis hier mal eingesammelt wurde. Jagen tun wir auch noch nicht. Lassen die Leute hier echt mal arbeiten. Je nachdem, was anliegt. So, ist denn jetzt Bokroy irgendwie, will akolytenspezifische Kleidung. Ja, was war das nochmal?
Oh, jetzt habe ich auf Planet generieren gedrückt. Das gucke ich mir gleich nochmal in Ruhe an, auf jeden Fall. So dass wir ihr auch dann die nötige Kleidung zuteilen. Ja, Leute, das ist schon mal ein Schritt weiter gewesen, auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Mal wieder was Neues dazu gelernt. Also meditieren, irgendwie diese Zeitkräfte sammeln. Neue Kleidung. Weiter unser Zuhause ausbauen. Hier so mal ein bisschen die Quartiere rausverlagern und hier den Thronsaal, Schlafgemach hinstellen. Ja, Winter ist da, unser zweiter. Ja, es läuft, würde ich mal sagen. Ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.